Oh mein Gott, wir haben so guten Kram zwischenzeitlich aufgehoben, mein lieber Scholli. 3 ACS, einmal mit Feuerrate, einmal mit Lebensenergieschaden und hier Schaden gegen ungedeckte Ziele. Aber unsere Schrotflintenphase hatten wir ja schon, kommt auch wieder. Aber dann würde ich auch ganz gerne mal Linkshänder ausprobieren. Das Ding schießt ja fast so schnell wie die ACS, wird sich wahrscheinlich auch ideal zum Staggen eignen. Was hat es denn bitte für ein Talent? Perfekter Vorschlaghammer. Okay, das ist das mit der Granate. Ist vielleicht nicht so super prickelnd zum Staggen, aber als Variation zur ACS. Und was haben wir noch so bekommen? Schauen wir mal bitte. Hier, was war hier nochmal drauf? Schaden gegen ungedeckte Ziele. Multiplikativ. Nice. Und hier auch noch, Mensch, fast voll Schaden gegen ungedeckte Ziele. G36. Was sagt das Talent? Fast schon egal. Können wir ja überrollen, weil der Rest gefällt mir schon recht ordentlich. Und dann war doch noch was. Eine Sekunde, das hatte ich doch gerade eben noch gesehen gehabt. Hier ebenfalls P416. Schießt ein gutes Stückchen schneller, macht natürlich wieder weniger Schaden. Und dann hatte ich noch eine ganz normale MK16. Wo hat sie sich denn versteckt? Nur MK16, nicht die MK16-Tag, da ist sie. Entschuldigung, genau. Rüstungsschaden, das habt ihr mir empfohlen. Das soll auch multiplikativ sein. Nehme ich mal runter von der Müllliste. Können wir ja bei Zeit mal ausprobieren. Macht sich natürlich besser, wenn die Gegner dann in Deckung sind. Richtig, richtig. Können wir im Prinzip fast schon gleich ausprobieren. Da müssen wir uns gar nicht so groß umstellen. Wir müssen nur gucken, was wir hier an Modifikationen drauf hatten. Chance, Patronen, Chance, Chance. Okay, machen wir doch gleich mal fertig. Zack. Wir wollen rot. Wir wollen rot unterwegs sein. Ja, purpurrot bitte. Patronen. 20 mehr ist immer gut. Und dann Chance. Chance. Hallo, wo ist die Chance? Robustes Mini-Reflexvisier. Chance. Kleiner Laserpointer. Geht nicht ran. Na, dann was anderes. Dann die normalen Laserpointer. Puh, ich habe schon ein bisschen Angst bekommen. Und hier nochmal Chance. Was sagen jetzt die Werte? Müssen wir natürlich auch setzen, das Teil. Haben wir ausgetauscht gegen... Hatte ich schon ausgetauscht. Haben wir doch mal ausgetauscht. Alles klar. Kleine Feinheiten. 47% wie bei der anderen MK16. Was für eine Überraschung. Lassen wir jetzt mal drin, ohne das Loadout zu überspeichern. Was sagt die Season? Was dürfen wir als nächstes tun? Mikroliga ist noch aktiv, ist aber noch nicht zurückgesetzt worden. Und das Black Task eliminiert. Elite Black Task. Das ist ja großartig. Das können wir weiter spielen. Das ist echt nice. Da können wir ordentlich EP farmen. Und dann kriegen wir ja auch besser die Kisten und Ressourcen kriegen wir auch noch nebenbei. Wo darf ich unterschreiben? Vielleicht erstmal kurz zurück nach New York. New York, ja. Das andere New York, das mit dem W am Anfang. So, Stützpunkt ist diesmal Tidal Besser. Und dafür müssen wir das spielen. Und dafür müssten wir das spielen. Das ist American History Museum. Na, dann legen wir mal los. Einmal bitte rüber. G. Leertaste. Wird bestimmt fleißig gespielt. 3, 2, Schnitt. Nee, doch nicht. Direkt rein. Y. Directly in the action. Mit Rüstungsschaden. MK16. Ich bin sehr gespannt. Schussfrequenz ist nahezu die gleiche. Dann kann es ja schon abgehen. Vorsichtig. Ist heroisch, ne? Immer wieder ein Erlebnis. Das Team scheint voll zu sein. Der bewegt sich aber komisch, ne? Und die Textur ist ja aber auch noch nicht nachgeladen. Kommt gleich, ne? Ich glaube, wir waren zu schnell. Hallo, Textur. PS1 oder was? Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Ach, das ist noch ein recht junges Team. Ist ja nicht so wild. Packen wir trotzdem. Droni! Droni! Boom, Schakalaka! Okay, okay, cool bleiben. Nicht übertreiben. Die Gegner sind... Entdeckung. Staggen, Mensch! Staggen! Übel. Üble Geschichte. Er, er! Aus. Rumrennen. Rumballern. Und die Musik ist auch an, ne? Heb den Drohnenstock wieder auf. Den brauchst du noch. Für später wahrscheinlich. Jetzt hier irgendwo Terminal, ne? Oder? Ne, kommt später noch eins. Bestimmt. So ein Online-Computer, wie immer. Muni brauchen wir noch nicht.
Rein da, Mensch. In die Action. Die Geheimkisten. Wir haben keinen Zeitdruck. Ich muss raus aus dem Liga-Modus. Dieser Einsatz ist nicht Liga-relevant. Aber trotzdem irgendwo relevant. Nein, Plunder. Und hier. Hier ist eine Kiste. Was? Habe ich mich im Zug geirrt? Kann das sein? Wo ist diese Kiste hin? Verstehe ich nicht. Ich irre mich wahrscheinlich. Hallo, hallo, hallo. Oh, 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 oh. Nicht gut, gar nicht gut. Komm schon. Ist in Ordnung. Drohnen. Da oben. Weggesprengt. Flop. Und schon ist das Team voll. Wie sich das gehört. Das ist doch hier wieder die Mission mit dem Waldraum. Oder dem Bambus-Buschraum. Ran, ran, ran. Nicht so zögerlich. Vorsichtig. Explo. Explo. Ich brauche ein bisschen mehr Distanz. MK16. Nicht Taktik. Aber trotzdem MK16. Mit extra Rüstungsschaden. Multiplikativ. Ja, da geht was. Da geht auf jeden Fall was. Die Schadenswerte im Auge behalten. Oh, 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 alter Schwede. Hat das nicht gegolten? Hat das nicht gegolten? Was hier los? Was hier los? Alter Schwede. Weg, 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 weg. Krass, 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 krass. Das war wieder so eine Situation. Jetzt bin ich wach. Also wacher als vorher auf jeden Fall. Hier gibt es offensichtlich viele LMGs. Hi. Blub. Danke sehr. Weiter im Text. Hier ist noch einer. Er hat sich versteckt. Beauty. Hier kommen schon die nächsten. Vorsichtig, ich komme mich noch bis hier hin. Safe. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Medikit. Medikit. Ja, das ist natürlich super gelaufen jetzt bis hier hin. Ah, 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 ah. Hoch, rüber. Ignoriere ihn. Der Dicke. Kette. Und jetzt rausballern aus der Deckung. Ich will schön stacken. Jetzt bräuchte ich natürlich Schaden gegen ungedeckte Ziele. Aber Rüstungsschaden geht ja immer. Das funktioniert immer. Kette. Kette. Der Stackmensch. Fast voll. Irre. Und da ist sie wieder, die Mille. Aber die Mille kommt früher bei Schaden gegen ungedeckte Ziele. Wenn die Ziele nur dann auch ungedeckt sind. Ist natürlich ein leichtes Hindernis. Muss ich zugeben. Aber Rüstungsschaden wirkt in mehreren Situationen. Also wirkt häufiger. Macht ja auch Sinn. Das ist egal, ob das Ziel in einer Deckung ist oder eben nicht. Aber gerade eben hat man schon gespürt, dass das bei einem freistehenden Ziel natürlich weniger effektiv war. Aber egal. Wir gucken mal, ne? Wir gucken mal. Ansonsten wechseln wir hier noch ein paar Räume. Ist ja auch eine gefühlte Sache, ne? So. Nur aber los. Es ist die Black Task. Voller Fokus. Killer Gnu. Oh mein Gott. Nein, nicht dieses Killer Gnu. Rüber, Deckung. Alter Schwede. Weiter. Ignoriere mich. Ignoriere mich. Wechsel. Long Range. Draufhalten. Oh oh, sie fallen wie die Fliegen. Komm her. Kipp dich hoch. Ich hab Globuli dabei. Aber nicht alle auf einmal, sonst kotzt du wieder. Ich dachte, das wäre eine Expo-Kiste. Aber wirklich, hallo, hallo. Immer schön entspannt bleiben. Ja. Ja. Ich glaube, da vorne ist die Tür, ne? Medic! Medic! Ist das wirklich multiplikativ? Ich glaube aber auch nur, wenn der Schaden dann da unten steht, ne? Also der Rüstungsschaden, der extra Rüstungsschaden. Ich sehe nichts. Aufhalten. Auf die Zipfel achten. Auf die roten Zipfel. Yep. Nice. Noch einer. Ja. Da fehlt mir aber ordentlich was an Schaden. Aber der Stack, ne? Ja, Schaden gegen ungedeckte Ziele.
Ist doch gut. Ist doch gut. Wie viel denn noch? Bitte schön. Wie viel denn noch? Überfall. Ja, ja, ja. Die Tür im Auge behalten. Ist übel. Droni. Bei mir bleiben, Droni. Schön bei mir bleiben. Ja. Wir kommen darauf zurück. Ich wechsle gleich wieder zu unserer MK16. Ich will den direkten Vergleich haben. Könnte auch eine tagesformabhängige Geschichte sein. Hier bei mir. Ich bin gerade erst aufgestanden. Es ist 4 Uhr am Morgen. Schauen wir mal, ne? Erstmal plundern hier kurz. Jupp. Medikit. Kaffee ist noch gar nicht durch hier. So. Wechseln wir mal wieder hier schön. Einmal wechseln. Ach, Leo. 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 Leo, das ist der Morgen. Wir müssen sowieso wechseln. Aber das Talent sollten wir überrollen. Eieieiei. Ne? Das lasse ich jetzt drin, ne? Ja, ist doch gut. Nur hör doch auf zu lachen, Mensch. Ich bin gerade erst aufgestanden. 4 Uhr. Nicht mal die Sonne ist wach. Aber okay, ja, müssen wir überrollen. Habe ich ganz vergessen. Was für eine Überraschung. Da hat er wieder was vergessen. Kram. Aber ist in Ordnung. Also dafür war das Ding jetzt gar nicht mal so schlecht. Warum können wir das eigentlich nicht unterwegs, Mensch? Wir können auch hier alle Modifikationen aus unserem Rucksack popeln, wie wir wollen. Ne? Da kann man auch hier ein bisschen rumschmeißen. Dreht er sich so? Oh Gott, wir haben Glück. Wie wunderbar. Haben wir jetzt die richtige MK16? Wieder die mit dem richtigen strapaziert sein? Genau. Wunderbar. Meine Güte, es ist schon wieder passiert. Habt ihr mitbekommen, ne? Es war hängen geblieben. Weiter. Droni, Droni. Action. Kommt her, ihr Ratten. Ich geh in die Ecke. Ich geh in die Ecke. Killer-Gnu-Meniskus-Schuss. Wunderbar. Oh, oh. Er will's wissen. Er will's einfach mal wissen. Ja, das Talent fehlt, Mensch. Das andere Gewehr wird bestimmt auch mega gut sein. Wenn Rüstungsschaden da unten als Zusatzattribut ebenfalls multiplikativ ist. Mal sehen. Früher oder später. Go, go, go. Wir haben schon genug Zeit vertrödelt. Gut, jetzt nicht für die Aufnahme. Da habe ich jetzt noch Zeit vertrödelt. Muni brauchen wir nicht. Weiter. Come on. Push me, alles durchladen. Wollen die MK16. Hallöchen. Oh, ist ja nachts, Mensch. Sieht gleich ganz anders aus. Na, 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 na. Deckung. Heilen. Der dicke Mensch, den darf man nicht unterschätzen. Das ist eine ganz andere Mission, wenn hier die Black Task unterwegs ist. Da, auf die Kette. Auf die Kette, Mensch. Da ist die Kette. Ich erwische sie nicht, doch habe ich. Draufhalten, draufhalten. Ja, yeah, yeah. Das sind meine Zahlen, das sind meine Zahlen. Kette. Schön, die anderen hier wegfriemeln. Medic. Und da drüben noch. Midi-Panzer. Die heißen so. Hallo, Mauspad. Warum sind sie zu Ende? Ich muss meinen neuen Tisch aufbauen. Ich habe mir ein Stehpult bestellt. Ich weiß nicht, wie gut es sich in Stehen zockt, aber... Gerade so Videoschnitt und so würde ich gerne. Und Thumbnails machen würde ich ganz gerne. Im Stehen machen. So viel sitzen ist nicht gesund. Wird super. Den kann man elektrisch hoch und runter fahren. War gar nicht mal so teuer, Mensch. Gab's als Prime-Exklusiv-Deal. Hashtag keine Werbung. Gut. Nice. Absolut. Ich muss ganz kurz, ganz, ganz kurz muss ich. Ist da noch einer? Tatsächlich. Ganz kurz muss ich. Ganz kurz nach Hause. Ich möchte die andere MK16 ausprobieren. Ja, blub. Ach, da kommen noch mehr. Jetzt eine Sekunde. Da bitte ran, an die Ecke. Ja, schön. Und tschüss. Hubschrauberquote erfüllt. Oh, hi. Wo willst du denn hin, mein Kleiner? Granadier! Weggeschmiert. Einfach so zersäbelt. Großartig. Ich muss mich ganz kurz von der Gruppe trennen. Ich bin gleich wieder da.
Na los, die wollen doch bestimmt gleich weiter. Hermano-Rucksack bekommen. Ist nicht der Memento-Rucksack, hat sich aber ähnlich angehört. So, nächste Mission ist schon ausgewählt. Wir wollen rekalibrieren. Sturmgewehre MK16. Wo ist sie? Da ist sie. Talent. Talent, Strapazier. Dieses hier wollen wir haben. Wir haben sogar genug Ressourcen. Überraschung. Schön, schön, schön raus. Auswählen. Vielleicht gleich mal. Favoritisieren. Ja, sicher doch. Nochmal die Werte checken. 47 sind es. Ist doch die richtige, ne? Ja, ist jetzt richtig. Rüstungsschaden. Weil eventuell doch multiplikativ. Nein, ich glaube euch, ganz im Ernst. Jetzt sollen wir hier hin. Okay. Oh nein, ich wurde aus der Gruppe entfernt. Das wurde mir gerade eingeblendet. Das ist doch voll ein Witz. Nur weil ich ganz kurz an der Recap-Bank war. Wir haben es richtig eilig gehabt. Naja, gut, wir finden eine neue Gruppe. Los geht's. Ach so, können wir gar nicht, weil wir erst hier hin müssen. Sag das doch, Junge. Viewpoint Museum heroisch mit dem Black Tusk und einer MK16 mit maximalem Rüstungsschaden. Auf. Und das Team wird wahrscheinlich gleich voll sein. Können wir direkt rein oder was? Oh, stimmt, das war ja ein bisschen anders hier mit dem Black Tusk. Er hat eine sehr gute Position. Wir werden sehen, ob wir hier bleiben können. Na, da hinten. Ja, ist sehr schlechte Sicht hier. Ich rück mal hier rüber. Ich glaube, hier ist ganz gut, ne? Ja, hier ist gut. Hallöchen, Popöchen. Stack, stack, stack. Da hinten. Ich brauche was mit Distanz. Es geht los. Ist jetzt strapaziert, ne? Also jetzt müsste das Ding ein bisschen mehr reinhauen. Sollte. Das Deck ist ganz low. Mini-Panzer. Weiter. Na, wo sind sie hier? Da war doch gerade einer. Solides Team merke ich sofort. Das merkt man wirklich instant, ne? Cool. Moni. Und rein in die gute Stube. Oh, Kiste. Ach je. Plunder. Ich glaube schon. Höchstwahrscheinlich. Ich will die Gruppe auch nicht aufhalten. Muss ja jetzt nicht sein. Da geht es hier noch ein bisschen lauter für mich. Jetzt, oh mein Gott, ja, natürlich. Mein Headset war leiser gestellt. Ich habe mich schon so gewundert gehabt gerade eben. Auch hier, LMGs ohne Ende. Nein. Wir machen irgendwann mal wieder so eine richtig schöne LMG-Phase. Aber nun wird erstmal gestrikt. Und zwar auf ungedeckte Ziele oder eben auf Rüstungen. Müssen wir für uns noch so richtig rausfriemeln. Mensch, das Team, ey, das muss doch voll gehen jetzt. Ich greife als letztes an. Na. Ei. Weiter, da hinten. Oh, Drohnen. Die kommen gleich. Wenn die leuchten, dann ist alles vorbei. Aber auf Legendary, ey, wie schnell die Drohnen einfach mal unterwegs sind. Das ist schon echt übel. Rüstungsschaden. Okay, also für den Stack nicht verkehrt, muss ich sagen. Wo? Ich weiß nicht, ob ich hier rüber sollte. Ich probiere es einfach mal. Nice. Oh, hi. Köpfchen. Und es kommen noch mehr. Natürlich kommen noch mehr. Das ist ein Black Tusk Einsatz. Nicht Pillepalle, da hinten ist einer. Ich sehe ihn nicht. Irgendwer hat mich gelasert. Muss das sein? Das war ein Mini-Panzer, ne? Wer war das? Die Ratte. Da drüben ist auch Bambu, ne? Diese Black Tusk. Und schon ist das Team voll. Ich glaube, der hat seinen Mini-Panzer zurückgeholt, damit er ihn reparieren kann. Dass der hört, ne? Finde ich gut. Hätte ich auch ganz gerne. Komm vielleicht mit Division Heartbreaker. Bin sehr gespannt. Wird der erstmal free to play sein, ne? Demnach erstmal gucken, was wir da gratis alles abspielen können und dann ein bisschen Kohle investieren. Wenn es Sinn macht. Ich habe kein Problem, auch regelmäßig für ein Spiel Geld zu zahlen, wenn am Ende der Flow stimmt. Und natürlich auch der Spaß, ne? Muss schon hinhauen.
Aber irgendwie umsonst da Geld reinpulvern für kosmetische Sachen sowieso schon mal gar nicht. Da bin ich, glaube ich, nicht der richtige Typ für. War ich noch nie. Sachen erspielen und so und dann gerne tragen, das ist eine andere Geschichte. Ne? Aber jetzt irgendwie was kaufen, damit ich einzigartig im Spiel bin. Nein, nein, das muss nicht sein. Darauf kann ich getrost verzichten.